Willkommen heute zu einem neuen Spiel, das für mich nicht ganz neu ist, aber in dem ich seit einigen Jahren nicht mehr aktiv war. Und zwar EVE Online. Ich hatte vor 11 Jahren einen Charakter hier angelegt und auch eine ganze Weile gespielt, oder zumindest ein halbes, dreiviertel Jahr habe ich es ziemlich aktiv gespielt, bis es mir dann zu aufwendig wurde und ich dort ausgestiegen bin. Heute beginne ich mit einem neuen Charakter. Es ist so, dass seit November ist es die Möglichkeit, EVE Online ohne direkte Abo-Gebühren zu zahlen und ohne auch irgendwie Plex kaufen zu müssen, um dort mitspielen zu können. Denn es gibt sogenannte Alpha-Klone, die zwar in ihren Möglichkeiten einigermaßen beschränkt sind. Das werde ich dann jetzt gemeinsam mit euch rausfinden nach und nach. Wie viel kann ich als Alpha-Klon tatsächlich in EVE anstellen, wie viel Spaß macht es und wie gefährlich ist es letztlich als Alpha-Klon unterwegs zu sein? Ja, genau damit werde ich heute starten. Hier seht ihr sozusagen die Grundstruktur, das heißt, das sind die Hauptimperien, die so einen gewissen Rahmen setzen, aber das meiste ist letztlich einfach von Spieler zu Spieler. Beim ersten Mal damals bin ich mit Galente eingestiegen und hatte mich vorher nicht informiert, inwieweit die Galente-Schiffe bestimmte Spezialisierungen und Fähigkeiten haben, welche Waffen die normalerweise einsetzen. Und gerade für die Alpha-Klone ist es jetzt umso wichtiger, weil ich kann letztlich in nur bis zu einer gewissen Größe von Schiffen bei der Gruppe fliegen, wo ich anfange. Das heißt, ich kann nicht einfach in der gleichen Schiffsklasse bei Galente oder so einsteigen. Das heißt, ich wähle von Anfang an die Amar, weil die haben nämlich einen Fokus auf Energiewaffensysteme. Und die haben mir immer noch am besten gefallen, weil ich muss keine Munition nachladen, ich muss keine Raketen und Torpedos und sonst was einsetzen, sondern einfach mit Laserstrahlen. Das hat mir immer am besten gefallen. Und deshalb werde ich jetzt eben einen Amar-Charakter erstellen. The Amar Empire is the largest and oldest of the four empires. Ruled by a mighty empress, Amar is a theocratic society capable of selfless acts and unspeakable evil, all in the name of their god. Okay, dass die jetzt halt eine Theokratie sind, lässt sich nicht ändern, weil wie gesagt, mir ist es wichtiger, dass ich bestimmte Skills zur Verfügung habe und der Hintergrund ist an der Stelle dann erstmal zu vernachlässigen. Also weiter in die Charaktererstellung. Okay, das heißt, hier gibt es jetzt noch Unterklassen. Wahre Amara sind stolz, hochmütig und verfügen über einen ausgeprägten Sinn für Tradition und Herkunft. Sie gelten als arrogant und tyrannisch. Die Niederlage gegen die geheimnisvollen Jovianer und die anschließenden Rebellionen der Minmatar haben ihre Kultur für immer geprägt. Die zweifache Niederlage gilt heute als Wendepunkt in ihrer Geschichte und prägt die ganze Generation von Politikern und Philosophen unter der kaiserlichen Elite. Über viele Jahrhunderte waren die Kanit begeisterte Mitglieder der Gesellschaft der Amar, angezogen von ihrer Glaubensbotschaft in der Zeit der ursprünglichen Rückforderung. Eine bittere Fehde zwischen dem Imperium und einem Erben der Kanit führte zu einer Sezession, die in der Gründung des unabhängigen Königreichs Kanit endete. Mittlerweile in ihre Heimat zurückgekehrt, bringen sie seitdem ihr kulturelles und technologisches Wissen in ihr angestammtes Imperium ein. Okay. Abgesehen von dem Kanit haben sich die Ni Kuni wesentlich besser in die Gesellschaft der Amar integriert als der Großteil der von den Amar unterworfenen Völkern. Vor über 1000 Jahren waren sie vom Imperium der Amar erobert worden. Doch längst sind sie keine Sklaven mehr, sondern gehen einer Arbeit als Händler oder Kunsthandwerker nach. Traditionellen Berufen, die von den wahren Amar gemieden werden. Doch noch immer ein wesentlicher Bestandteil der Gesellschaft sind. Also Händler und Kunsthandwerker. Händler kann ich als Alpha sowieso nicht besonders gut machen. Ja, da wähle ich erstmal die Kanit aus und erstelle dort auch einen männlichen Charakter, um mich möglichst als mit ihm zu identifizieren und mit euch gemeinsam EVE Online zu erkunden. Ja, das, was ich nach meiner Rückkehr in meinem alten Charakter schon festgestellt habe, ist es unglaublich detailliert, wie viel sich hier jetzt tatsächlich einstellen lässt. Also ich kann wirklich hier die gesamten Partien sozusagen direkt bearbeiten, indem ich hier einfach mit der Maus hin und her fahre für einen Bereich, den ich da aktiviert habe. So, das Profil dürfte jetzt etwa passen und so mit der Kleidung geht's dann erstmal los in meine erste Kapsel. Also, auf geht's. Ah, richtig, noch ein kurzes Foto machen, damit man weiß, wie ich im Spiel aussehe. Und auf geht's.
Oh, jetzt gibt's noch Abstammung auszuwählen. Viele Khanid sehen es gerne, wenn ihre Krieger auch in der moderne, konkurrenzfähige Kämpfer blieben, doch dies ist nur durch umfangreiche Modifikation am Körper möglich. In dieser Hinsicht hat sich das moderne Wissen der Amar über Cyberimplantate als überaus günstig erwiesen. Einige Khanid möchten ihr Können zwar immer noch im Kampf Mann gegen Mann beweisen, aber diejenigen, die etwas fortschrittlicher denken, konzentrieren sich auf die moderne Kriegsführung. Einige Khanid waren unzufrieden, als man sich vom Imperium Amar löste. Sie hätten deshalb aber nie zu den Waffen gegriffen und freuen sich nun umso mehr, da sie aus den wieder enger werdenden Banden mit den Amar Hoffnung auf einen neuerlichen Zusammenschluss beider Parteien hegen. Sie sind versessen darauf, jeden in ihrer Macht stehenden Beitrag dazu zu leisten und schrecken auch nicht davor zurück, sich dem gemeinsamen Feind des Imperiums und des Königreichs zu stellen. Fanatiker. In der Regel sind die Khanid nicht gerade besonders fromme Zeitgenossen. Falls aber doch, dann übersteigt ihr Fanatismus selbst amarische Verhältnisse. Religiöse Khanid geben sich häufig strikten Kulten hin, deren Praxis von der jeweiligen Interpretation der Heiligen Schrift bestimmt wird. Oh je. Die Amar behalten diese religiösen Eiferer aufmerksam im Auge, denn deren kultistische Hörigkeit schreckt sie eigentlich ab. Andererseits müssen sie jedoch neidlos die tiefgreifenden theosophischen Einsichten anerkennen, die genau dieser Extremismus mit sich bringt. Ich glaube, dann nehme ich am ehesten noch den Cyberritter. Wählen Sie Ihre Ausbildung. Imperial Academy. Die Imperial Academy ist in Tradition verwurzelt und wird im Allgemeinen als Gegenteil der modernen, ausgerichteten, meist militärischen Akademien der anderen Imperien angesehen. Sie ist jedoch die einzige Akademie ihrer Art im Amar-Imperium und spielt da eine wichtige Rolle. Hedion University. Die Hedion University, in der die besten Business-Studenten im Imperium abschließen, befindet sich im Hedion-System, dem ersten Sonnensystem, das durch die Amar nach ihrem eigenen kolonisiert wurde. Die Universität wurde durch mutige und liberale Gelehrte gegründet, frei von den frühen Augen des Imperators und seinen Theologen. Liberal klingt doch schon mal besser. Royal Amar Institute, die Bootstätte für zukünftige Amar-Industrielle. Eine der ältesten Ausbildungsstätten im Universum datiert auf eine Ära zurück, in der sich die Ausbreitung der Amar noch auf ihren eigenen Kontinent, auf Amar Prime, begrenzte. Noch vor dem Imperium der großen Rückforderung. Ich glaube, dann nehme ich die Hedion-Universität als wenigstens ein ganz, ganz kleiner freiheitlicher Teil dabei. Also dann, los, auf ins Spiel als Bastuk Kono. Ja, dieses Bild ist mein Erscheinungsbild. Calling any convoy Angel 7 Crown survivors. Come in, all survivors. Tracking an active training corvette. What is your status? Recruit. Wake up and respond. What a cursed misfortune. Recruit, what's the last thing you remember? Watching a swarm of drifters warp into your location and tear your fleet apart? Panicking, probably. By heavens, I wager you remember that. Recruit, my name is Fleet Commander Taron, and as of this moment, I am your commanding officer, and we need to figure out what infernal slaughter is going on here. So, I am reluctantly lifting your training restrictions and granting you full access to your ship's onboard AI. I'd like you to get acquainted with Aura. She may be a soulless machine, but quite useful nonetheless. Let her assist you in getting your vessel moving. Greetings, Captain. I am Aura. I will assist you in commanding your vessel and navigating New Eden. My core logic library has been proven to increase the odds of survival by several orders of magnitude, but I am only capable of advising you. You must make decisions for yourself. Simulations have proven that situational awareness is key to survival. I will now demonstrate how to become aware and alert. Soweit die erste Begrüßung. Ich bin also irgendwo im Weltall gestrandet und abgeschossen worden von, ja, was auch immer hier genau vorgefallen ist. Und jetzt erstmal so der kleine Einstieg mit Aurora, der Schiffsintelligenz, die mich in irgendeiner Form begleitet und mir hier und da Unterstützung gibt. Aber letztlich in EVE Online kann man überall sterben, sobald man die Station verlässt.
selbst im High-Secure-Bereich, was hier in dieser Zahl angezeigt wird, am Sicherheitsstatus. Das heißt, es ist eben mit viel Vorsicht alles zu machen, wachsam zu sein, was hier so alles um einen herum fliegt und eben immer im Risiko, dass man mit dem Schiff, mit dem man gerade unterwegs ist und auch mit dem Klon, mit dem man gerade unterwegs ist, einfach abgeschossen wird und man einfach Geld in den Sand setzt. Ach, das Ding ist mein Schiff. Oh. Ah, okay, das Minus ist tatsächlich das Schiff, der Stopp-Button. Surely this is some sort of dreadful joke. My logs indicate you haven't even graduated from the Academy Flight School yet. Let me make it clear that I usually do not work directly with your kind. Your unit was transporting an important research crew doing selfless work for the glory of our empire. If the cursed Drifter Patrols acquire their research, it will be catastrophic for our people. I need you to inspect the wrecks for survivors. Captain, I have received faint signals from 3 survivors. To help determine the location of the signal, you should use the look and approach functions of your ship to get closer. Being close will allow you to see what's inside each wreck. Okay, den Frachtraum kann ich aber erst öffnen, wenn ich dicht genug dran bin. Und ich weiß gar nicht, ob das Annähern sich automatisch, hält der automatisch an. Anhalten. Okay, er hält nicht automatisch an, muss ich selber machen. Gut, also ein Survivor, einmal einsacken. So, aber der Frachtraum wird automatisch geöffnet, sobald ich dicht genug dran bin. Aber er hält wieder nicht an. Stopp! Weil ich glaube, das Dagegenkrachen wäre nicht so optimal, weil ich könnte ziemlich schnell mein Schiff verlieren. Also, los, den nächsten Survivor rein. Also gut, der letzte im Bunde. Und da drüben. Und ein Scientist. Gut. Captain, I am Professor Tannen from the Sisters of Eve research team. Thank you for saving my life. The attack was complete carnage. Thousands were killed. Our research on drifter strikes indicates they will likely return to this location to retrieve any survivors. And not for good. I believe the drifters want those survivors for invasive information extraction. It's very invasive. Such information is classified and of great value to the Empire, but since my survival depends on you, I am entrusting you with this. Recruit. I expected you to be space dust by now, and instead here you are, holding my research scientist. The only problem is that the drifters will be seeking to rip anything with a pulse from your ship and bring it to their hive. What they do to those poor souls back at the hive is a mystery whose veil we haven't yet pierced. I doubt you noticed, but the drifters raised some sort of warp bubble around your location. So you can't warp out. You're stuck like a slave chained to their pen. The generator of this field must be close by. Locate and destroy it, and the chain will be broken. You'll be free to leave. Holy Amar be with you. Ja, jetzt ist erstmal die Frage, was habe ich hier eigentlich für Reichweiten? Präzisionsabfall innerhalb 4,6, optimale Reichweite innerhalb von 3600 Metern und optimale Reichweite innerhalb von 10 Kilometern. Achso, das ist der meine. Okay, der Pulslaser ist also 3600. Okay, dann machen wir mal die 5000 als Standard und umkreisen in 5000 Meter Entfernung. Excellent. You are in the optimal position. I suggest you fire your primary weapon. Ja, der Gatling Pulse Laser. Na dann fangen wir an zu schießen.
völlig verfehlt. Okay, ich glaube, ich bin noch nicht in der optimalen Reichweite. Ich glaube, ich sollte ein bisschen dichter ranfliegen. Also umkreisen, 2,5. Ah, jetzt ist er kaputt. Gut. Well done. That thing was an annoyance. Unfortunately, the drifters appear to have set up a second warp disruption generator. They must be very keen to keep you shackled to this scene of ruin. So you're going to have to... Hold on. No time for that, recruit. Now it's time to engage your weapons, Captain. Tja, da schießt irgendwas auf mich. Okay, da drüben ist das Ding. Ah, da oben bekomme ich die genaue Anzeige. Das heißt, das Ding ist gleich hinüber. Sehr schön. Ja. Aber ich müsste nicht. Da müsste doch jetzt irgendwas übrig bleiben. I didn't expect that from an untrained recruit. Your first kill. Victory in combat is a sacred rite of passage. Having this experience definitely makes you more valuable to the Empire. Ziel aufschalten. Now select log target on the seeker. Don't forget to orbit. Kreisen, 2,5. Oh, meine Schilde. It's time to engage. Fire your weapons. When you have defeated the Seeker, you should stop your ship. Sag mal, wo fliegst du jetzt hin? Du solltest mit 2,5 umkreisen und auf das Ding schießen. Okay, aber inzwischen treffe ich es zumindest. Okay, meine Hülle, meine Panzerung ist bereits in Mitleidenschaft gezogen. Good work, Captain. You can explore the Seeker wrecks to see if they left anything behind. I approve of your faith and obedience, recruit. So I'm sure the news I have will only inspire you to greater efforts. You need to destroy that backup warp disruption generator immediately. With any luck, we won't get interrupted by more of those cursed seekers. Okay, also mein Schild regeneriert sich noch, aber meine Panzerung ist natürlich im Eimer. Die wird erst wieder in der Station repariert. Okay, der Verstärkungswarp-Generator. Die Übersicht zeigt Systeminformationen an. Ja, und? Also, okay, dahin. So, umkreisen. Das muss ich innerhalb von 26 Kilometern befinden. Also ab 26 Kilometer habe ich die, die Möglichkeit, das überhaupt auf das Ding zu schießen. So, aufgeschaltet. Okay, also ich muss mir nochmal die Infos anzeigen, wann ich jetzt eigentlich mit dem am besten treffen kann. Also, Aktivierungskosten, Präzisionsabfall, Geschütznachführung, Feuerrate. Also 3600 ist die optimale Reichweite. Okay, zerstört. Recruit, listen carefully. We have very limited time. The Drifter Battleship Squadron just warped to your location. By destroying the warp disruptor, you've removed the bubble that protected the site. Intelligence needs those survivors for extensive debriefing. And I'd like to shake your hand someday, while blood still runs through it. So your orders are to report to headquarters. With haste. Captain, your ship is fitted with a warp drive,
which is capable of bending space and time in order to efficiently displace you toward your destination. You do not want to face these giant drifter ships by yourself. Okay, also ab zur Amar Research Station und andocken. Aber das heißt, ich kann auch über so ein Quick-Menü. Das kenne ich noch nicht, aber auf jeden Fall cool, dass man da auch schneller dann die Sachen aktivieren kann. Amar Academy, a hallowed place of excellence. It turns out the Sisters of Eve research team had located the exact location of the Drifter Hive. I've consulted with the Admiralty and been given special permission to accelerate your Capsuleer training. The reason is quite simple. I want you to be part of the counterattack. Captain, bonus payments and accelerated training are quite unusual for a recruit of your status. It is an honor to be serving with you. Recruit, your accelerated training is going to start with a bang. One of the Empire's key research outposts in the region has gone completely dark. The Sisters have asked that you specifically find out why it has gone silent. I am temporarily raising your security clearance for this mission. But you're going to have to prepare for this journey. Aura will help you get ready. Captain, I am running different preparation scenarios. Research outposts like these often contain highly sensitive data troves that are securely encrypted. I believe it would be wise to upgrade your ship's capability with a data analyzer module. After analysis, it is my conclusion you should build one. So you want to construct a data analyzer for your mission? Makes sense to me, but then you'll need the necessary materials to build it. The quickest way to get the materials that you need for this is going to be to raid the coffers of the local pirates. Ooh. Remember the foundation of our faith. We are tasked to reclaim the universe for our Lord. Captain, it should come as no surprise that a pirate colony can be a dangerous place to enter alone. Might I suggest an upgrade to your vessel? You have been issued a repair module you can fit on your ship. Additionally, you can improve the effect of your existing afterburner module by training a skill. An acceleration control skill book has also been issued to you for this purpose. Skill training is vital for your progression in New Eden, and the skills you choose will prepare you for your path in the stars. You can view your current skills by opening the highlighted character sheet. Okay, also ich soll gleich gegen Piraten ins Feld geschickt werden, damit ich mir einen Datengenerator bauen kann oder ein Datenanalysegerät. Und jetzt erstmal natürlich Skill-Training, was ein ganz großer Kernpunkt von Eve ist. Letztlich, um überhaupt die verschiedenen Sachen machen zu können, muss ich erstmal die Fähigkeiten dazu erlernen. Mhm. Tutorial-Gift. Na dann her damit. Wo ist das Ding denn jetzt hin? Läuft das schon? Nee. Kann jetzt trainiert werden. Acceleration Control. Das hier. Now you should upgrade your ship by fitting the repair module to it. Captain, your Corvette class ship is now equipped. I now calculate your combat odds against a moderate sized pirate gang to be at an acceptable level. As the pirates are outlaws in New Eden, there are bounties on their heads. Captain, proceed to neutralize those pirates and earn those bounties. Na, dann hoffe ich doch mal, dass ich den Kampf überleben werde und mein Schiff noch behalten werde. Auf geht's zu den Piraten. Eine wilde Reise durch die Leere des Weltraums. Captain, I had calculated your combat odds to be within an acceptable level of safety,
However, I did not anticipate the presence of corrosive gases in this area. If you get caught in a gas cloud, your ship will start taking damage. Oh, super. In that case, you should use your afterburner and burn through the cloud to get out as fast as possible. Also remember that you can use your repair module should you take damage to your ship, which you likely will. Ja, dann kann ich erstmal, weil ich hab's ja jetzt gar nicht repariert. Captain, there are a lot more pirates than I predicted, but I know you can do this. Remember your training. Approach, lock, orbit, shoot. Super. Oh, der erste, okay, das sind zwar alles, denke ich, NPCs, also mit Sicherheit NPCs, aber trotzdem. Also umkreisen, 2-5 und aufschalten kann ich noch nicht. Aber erstmal gucken, wo jetzt eigentlich hier die, weil 90 Kilometer ist schon heftig weit weg. So, mal gucken, was denn noch so für Infos dafür da sind. 10.000 ISK ist ja nicht gerade viel. Als Klondieb und plündert illegale Klonlabore für Biomasse. Ah ja, Clonejacker Punk. 30 Kilometer, was steht da? Depleted Station Batterie. Oh, wieso ist denn das Ding jetzt runtergegangen, Statue? Ach so, durch diese komische Cloud, was sie vorhin gesagt hat. Toll. Und warum sehe ich davon nichts? Okay, dann kann ich es gleich abschalten, sobald die Reparatur abgeschlossen ist. Beziehungsweise schaltet sich das Ding eigentlich automatisch ab. Okay, dann wieder abschalten. Damit sich die Schilder hoffentlich noch schneller regenerieren. Okay, jetzt kann ich auch langsam die Zielaufschaltung machen. 26 Kilometer, Ziel aufschalten und feuern. Ja, völlig daneben. Okay, er hat mich jetzt getroffen. Naja, noch sind die Schilde zumindest nicht runter. Naja, nicht ganz, aber fast. Okay, aber ich habe ihn jetzt schon ganz ordentlich getroffen und seine Panzerung ist schon fast weg und seine Struktur nimmt schon Schaden. Jawohl. Und da kommen gleich die nächsten. Okay, der nächste nimmt mich schon unter Zielfeuer. Dann nehme ich den auch gleich mal unter Feuer. Ich glaube, da sollte ich lieber erstmal die ganzen ausschalten. Und ein bisschen Reparatur machen. Also, wo sind die anderen beiden Knilche? Okay, da drüben. Ja, genau, ich kann ja gleichzeitig beide aufschalten. Und kann dem schon unter Feuer setzen. Der dichter dran ist. Also, umkreisen. Das ist auf jeden Fall cool, dass sogar das Feuer direkt simuliert wird. Reparatur einschalten. Komm schon. Okay. Der ist auf jeden Fall in der Zielreichweite. Los, noch ein paar Treffer. Okay, der ist erledigt. Nächster. Kreisen. Und aufschalten. Oh, bin ich jetzt irgendwo gegengeflogen. Hey, mein Rumpf ist schon wieder fast vollständig repariert. Also mein Armor. Meine Panzerung natürlich. Und der ist doch jetzt eigentlich in einer guten Zielreichweite. Ah, natürlich. Zielausschaltung genügt ja nicht, sondern ich muss natürlich auch die Waffe auswählen, mit der ich tatsächlich auf den feuern soll. Okay, im Moment bin ich noch recht entspannt. Die Kämpfe sind... Oh, da kommen die nächsten. Okay, wie viele soll ich denn von denen noch erledigen?
So, der ist jetzt in Umkreisung und wann soll ich denn da die ganzen Wracks plündern? So, Ziel aufschalten, feuern. Macht er das jetzt automatisch? Ja. So, die Zielaufschaltung hat es ja gesagt, kann ich bei mehreren schon machen. So. Nur, dass ich dann später halt die Waffen noch zuordnen muss. Aber erstmal geht es um den da. Okay, drei Ziele habe ich jetzt schon aufgeschaltet. Ah, und ich bekomme auch alle direkt angezeigt. Darf man nur nicht die Übersicht verlieren. Gut, genau, bei dem ist im Moment die Kanone aufgeschaltet. Aber ich treffe ihn noch nicht, bin noch nicht dicht genug dran. Okay, jetzt. Oh je. Da geht die Panzerung schnell flöten. So, jetzt gleich den nächsten. Umkreisen. Feuern. Da bin ich auf jeden Fall schon dicht genug dran, um gleich ordentlich Schaden zu machen. Wobei die Schadenswerte natürlich noch ziemlich gering sind. Und wenn ich mir anschaue, wie wenig Schaden die einstecken können, bis die explodieren, ich sollte mich nicht mit größeren Sachen anlegen. Also, auch umkreisen und feuern. Wo ist er denn? Da hinten. Okay. Schwerer Treffer. Ja, ohne Reparaturmodul wäre das ziemlich schief gelaufen. Aber mal gucken, wer weiß, was jetzt noch für eine Welle kommt. Great job, Captain. Okay. I have highlighted the container you need to approach. You should loot its contents and then return to station. Okay, den Resource Crate, das ist da, wo ich das Zeug rausholen soll, um die Ressourcen dann nachher zu haben. So, den kann ich jetzt schon mal abschalten, weil Panzerung ist ja wieder repariert. Alles erbeuten. Okay, mit dem Scrap kann ich wahrscheinlich eh nicht viel anfangen. Kann ich mal nachschauen, wie viel oder wie der Marktwert aktuell dafür ist. Marktdetails anzeigen. Ein Tausender. Naja, aber auch nur, wenn es gekauft wird. Also gut, dann jetzt als nächstes zum Resource Crate auf mein Schiff ausrichten. Ah, ich bin schon da. Ups. Okay, aber anscheinend gibt es jetzt nicht direkt Schaden, wenn ich da dagegen fliege. Umkreisen. Verfolgen. Betrachten. Reichweite halten. Ziel aufschalten. Info anzeigen. Also das ist jetzt der Frachtcontainer. Und oh, da sind ja ein paar schöne Sachen drin. Na dann mal her mit dem Käse. Ab nach Hause. Oh, er hat die Waffen eingefahren. Ist ja cool. Freunde. Oder zumindest keine Feinde. Immerhin. Unlock-Erlaubnis erbeten. Und auch erteilt. Unlock-Erlaubnis erteilt. Okay. Danke. Recruit, the way you dealt with the pirates has impressed me. Not only did you strike them down with glorious fury, but you also reclaimed valuable materials. Now test your skills as an industrialist and create something of value from those materials you just recovered. Captain, industry jobs are the Capsuleer's way of manufacturing goods for himself. They can be a path to great wealth if you hone your industry skills. To build this module, you'll first need a data analyzer blueprint, which you can buy from the market with your ISK. Data. Blueprints. Civilian Data Analyzer. Das klingt doch schon mal gut. Und ich glaube, der andere wäre auch ein bisschen zu teuer, weil der kostet schon 300.000.
So, Verkäuferstation. Immerhin wird er direkt hier verkauft. Dann kann ich einen davon kaufen. Gut. 20.000. Wieso soll ich die denn Achso, ich soll die hier erstmal transferieren. Dann kann ich die mal rübernehmen. Habe ich wieder Platz im Schiff. Blaupause benutzen, ja. Ui. To the left you can see the materials that will be used from your item hanger. And on the right you can see the output, which will be your brand new civilian data analyzer module. Your blueprint original lets you create unlimited analyzer modules. Ah, cool. Provided you have the required materials. Das heißt, der Blueprint verbraucht sich auf jeden Fall nicht. Gut, dann braucht man nur eins. Recruit. Your preparation may seem overwhelming, but you will be glad that you are being held to such high standards because I'm about to release you into the unknown. Captain, I specifically requested you for this recon mission to our research outpost. In all honesty, there are few people I can trust these days. The Empire's relationship with the Sisters of Eve has been tense in the past. You saved my life, however, and I feel that I can trust you. Captain, it seems you are making some intriguing and influential friends. If you become a Capsuleer, you can travel to the deepest sections of low-sec space, hunt for wormholes, or travel with friendly fleets through Stargates. Lass mich nochmal mein Schiff anschauen. Also das Ding ist jetzt da oben, da wo der Afterburner auch drin ist, zugeschaltet und hat eine Reichweite von 5000 Metern. Ah, hier war das mit dem taktische Übersicht. Genau, da sind die ganzen Zielentfernungen und Markierungen. Da sehe ich dann, was ich für eine Reichweite von den einzelnen Sachen habe. Ah, so kann ich auf jeden Fall aus dem Schiff heraus gucken. Oh, das war Upgate. Aber der springt ja eh automatisch. Da muss ich jetzt nichts großartig machen. Gut, die Scanner brauche ich jetzt noch nicht. Frachträume und... Ja, der Frachtraum ist aktuell leer. Okay, jetzt bin ich eh noch geclorked, das heißt zumindest jetzt bin ich noch nicht zu finden. Aber ich könnte natürlich auch hier schon abgefangen werden, weil in dem Moment, wo der Warp-Aktiv aktiviert wird, werde ich natürlich sichtbar und kann auch bereits gescrambled und abgefangen werden. Und ja, das ist dann in dem Bereich vielleicht noch nicht so kritisch, aber in niedrigeren Secure-Bereichen ist jedes Mal, wenn man sich dann enttarnt und irgendwo hinbewegt, ist dann mal die Frage, ob dann irgendjemand auftaucht oder vielleicht jemand vorher schon gesehen hat und ob er einen scramblen kann und dann festhält. This is a brief journey, but consider your good fortune. Even though the Empire of Holy Amar stretches across the heavens, embracing hundreds of star systems, most of the people don't ever leave their home planet. Moreover, you are well on your way to becoming an independent Capsuleer, able to command your own ships. All right, recruit. You are now in the Abyss. A void. No pilot in your position has ever been allowed to enter here. I honestly have no idea what fiendish foes you might find here. Gibt es hier irgendeine Reichweitenbegrenzung, ab wann ich das eigentlich aktivieren kann? Weil es müsste eigentlich, glaube ich, so 2-2,5 Kilometer sein, bevor ich die wahrscheinlich einschalten kann. Meine Beschleunigungstor. Das sind die, die einen auch in den Missionen dann immer Stück für Stück weiterbringen und eventuell mitten in irgendein Wespennest schicken, in dem es dann drunter und drüber geht. 3000. 525. Ja. Okay, rote Signale. Damnation. It looks like the drifters really tore our fleet apart. What the hell happened here? However, stay alert, because this is uncharted territory. The Sisters of Eve have been doing some unusual research here, which does not show up in records accessible to me. Also, mit dem Afterburner zu dem Infomodul. Mal gucken.
Ah, okay, das ist das, wo ich dann den Datenanalyzer brauche. Das heißt, ich muss nur innerhalb von 5000 Meter annähern. Recruit, your telemetry indicates some anomalous signals circling the outpost, but I can't get a precise read on them. Captain, for your ears only, I am afraid the drifters may have hacked our outpost. It looks like our outpost is relatively intact. You are going to have to try to hack into its mainframe to extract some information on what happened here. Be careful. Captain, if the outpost is still intact, it will have to be hacked. Let me walk you through the process. Ja, den Analyzer kann ich aber erst einschalten, wenn ich tatsächlich 5000 Meter ran bin. Also nochmal ein bisschen beschleunigen und dann anhalten. Also, hacken! Cool, was Neues! Also, als erstes kann ich jetzt E-Bus hier in der Mitte einsteigen. Kann ich das Ding irgendwie größer zoomen? Achso, da bin ich schon reingegangen. Verschlüsselter Node. Decken Sie verschlüsselte Node aus, bis Sie den Systemkern erreichen. Drücken Sie mit links auf einen Node, um zu entschlüsseln und den Inhalt aufzudecken. Okay, da war es 3, 2, 1. Habe ich eigentlich irgendeine Begrenzung von der Anzahl her, die ich weitergehen kann? Ist immer noch 1. Dann muss es ja da unten sein. Systemkern. Wenn Sie den Systemkern zerstören, ist der Hackversuch erfolgreich abgeschlossen. Sie können den Systemkern mit Linksklick angreifen. Virenstärke. Die Stärke Ihres Virus bestimmt, wie viel Schaden Sie es an der Kohärenz der Verteidigungssysteme und Systemkerne anrichten. Also 10. Und das hier ist die Kohärenz Ihres Virus bestimmt, wie viel Schaden wir nehmen können, bevor Ihr Hackversuch scheitert. Das wird ja ziemlich knapp. Das heißt, ich mache einfach einmal 10, dann ist er auf 10 runter, schadet mir wahrscheinlich auch gleich mit 10. Naja, schauen wir mal. Also, auf Hacken. Ja, minus 10, minus 10. Und Systemkern gehackt. Hältst du eigentlich automatisch an, wenn ich sage Frachtraum öffnen? Oder muss ich dich manuell anhalten? Ja, ich muss dich manuell anhalten. Stopp! Wo fliegst du denn hin? Unknown Sequence. Alles mitnehmen. Und jetzt gibt's wahrscheinlich Ärger. What is this? These things just lit up the site. Professor Tannen, have you ever seen anything like this? Is this your tech? No, Fleet Commander. I have never seen anything like this before. I suggest the captain get out of there as fast as possible. Sound advice, Professor. Recruit. The Imperial Sensor Net just picked up a large drifter fleet on course for your location. Get out of there. Okay, also nix wie weg. Was auch immer sich da aktiviert hat an unbekannten Objekten. Kleines Abenteuer am Anfang zum Einführen. Sehr schön. Recruit. If you hadn't already pulled off a few other impressive coups today, I'd accuse you of witchcraft and trickery. You've really uncovered a treasure trove here. Captain, congratulations on finding the Drifter gate codes. That is amazing work. The Drifters must have been trying to link our outpost to their network through that gate. I suspect the Drifters may have hijacked one of the capital ships carrying our prototype systems. In their hands, it poses a great threat. Luckily, the ship may be vulnerable to stasis webbing. Now, it's my turn to show you something you're not going to believe. I'm sending Aura some coordinates. Get there with haste, Recruit. Captain, the Commander has uploaded the location of the forward operating base. This should prove interesting. 14 astronomische Einheiten, bis dann wieder irgendein Ärger auf mich wartet. Oder, naja, vielleicht auch was Besseres. Oh, schon wieder so ein Ding. Gucken wir uns mal die Basis an und schauen, dass mein Schiff dann dort weiter ausgerüstet werden kann.
Ein Slot habe ich ja schließlich noch frei. Was ist das, eine geheime Station? Behold. The righteous wrath of the Amar Empire made flesh. This is our fleet. The force that will strike at the drifters. Dreadnoughts, battleships, cruisers and frigates are all being prepared for action at our Astra Hus Citadel forward operating base. All soon to be equipped with your jump key codes that will land them in the drifter's front yard. Recruit, I don't usually do this, but it's going to take a few minutes to upload the jump gate keys from your mainframe. I suggest you fly down and introduce yourself. Some of the captains have been talking as if your success is the divine will. And I'd like that kind of faith to spread. Be sure to enjoy this glorious sight while you can. If you make naval capsuleer, you might command any one of these ships someday. I can tell you, they're a lot more rewarding to look at when you're in control. Aura. Help our favorite recruit gain a true appreciation of the majesty before us. Is this him? Is this the pilot that saved the research crew and found the gate codes? Captain, the assembled strike force includes several ship classes you'll often encounter in New Eden. Damn, recruits. Took me 6 months before I posted my first confirmed kill. Hey, recruits, our crew has been talking about you non-stop today. All right, fleet, calm down. Our hero of the hour is going to pause here a while we upload the key codes from his ship. Then, the Empire has a special surprise for him back at base. The Amar Empire takes care of its heroes. Faithful service is acknowledged and rewarded. Am I right, Fleet? Captain, the upload is going to take a while. In the meantime, take a look at our Astra Hus forward operating base. It's a citadel-type structure. Citadels are the biggest structures in New Eden that capsuleers can build. These massive cities are quite the sight to look at. Since you have to kill some time while the key codes are uploading to the fleet, you have a perfect opportunity to practice some of your maneuvering skills. All right, recruit. The upload is complete, and the fleet is almost ready to deploy. But while the last preparations are being made, I'm going to suggest you return to base and pick up that surprise I mentioned earlier. Okay, also ich soll jetzt hier ein bisschen rumfliegen. Ah ja, da gibt's auf jeden Fall noch eine Menge einzustellen. Entities werden im Moment fast alle angezeigt. Deployables werden angezeigt. Also das ist da die Dreadnought. Okay, also auf zurück zum Hauptquartier. Tja, so ein Riesending mal irgendwann zu fliegen. Dafür braucht es auf jeden Fall mehr als nur den Alpha-Account. Weil die Skills stehen da nicht zur Verfügung. Es ist immer noch so, dass man in 15 Kilometer Entfernung dort ankommt. Weswegen es dann üblich war, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so benutzt wird, aber letztlich Sprungmarken für bestimmte Tore selber so zu legen, dass man zumindest aus bestimmten Richtungen so dicht am Sprungtor ankommt, dass man sofort instant springen kann. Recruit, I have very high standards for my trainees, and you have repeatedly exceeded them. I have thus decided to greenlight you for participation in the counter-strike against the Drifters, Operation Cleansing Flame. Consider this your final test before reaching naval capsuleer status. I hope you don't think I'm going to let you go into battle in that little Impera-class corvette you've been flying around all day. Nimble as it is, it does not adequately represent the power of our great empire. The only thing left is to acquire the skills to efficiently fly your new prize.
I don't have time to wait around, so let's speed things along with a skill injector. Captain, you have been awarded with a new frigate. This ship is a considerable upgrade from your corvette. Your new frigate gives you far more flexibility in how the vessel is outfitted. Also dann gleich mal her mit den ganzen neuen Sachen. Hui. Also Civilian Damage Control, Gatling, Pulse Laser, Civilian Status Webifier, Mini Skill Injector und Punisher. Das ist dann die neue Fregatte. Reduktion der Aktivierungskosten von kleinen Energiegeschütztürmen. Naja, schauen wir mal. Und den soll ich einmal aktivieren. Mal gucken, wie viel Skill. Also gut, aktuell dürfte ich ja gar keine Skillpunkte haben. Und der andere, das Acceleration Control, braucht eh noch 12 Minuten. Naja, schauen wir mal, wie das Ganze jetzt läuft. Wird insgesamt 25.000 Skillpunkte bekommen. Okay, brauche ich denn für das Schiff tatsächlich den. Okay, das Schiff ist nicht versichert. Das ist nicht gut. Aber was brauche ich denn für Voraussetzungen? Amar Fregat habe ich doch schon. Spaceship Command. Gut, was genau bringt mir die Amar-Fregatte zu verbessern? Auffassungsgabe, Willenskraft, Volumen, Trainingshalte Multiplier mal 2. Eigentlich gar nichts. Ja, aber dann ist es egal. Das heißt, den kann ich eh schon mit 1 machen und das ist bereits anscheinend trainiert. Einen Tag dauern die schon. Also da bin ich auf jeden Fall schon mit einer ganz guten Basis ja ausgestattet von den Standards. Trainingswarteschlange ist jetzt ausreichend befüllt. Die Skillpoints sind schon soweit aufgebraucht. Hoffen wir mal, dass das alles soweit passt. Und eben über 24 Stunden hinaus oder Skills, die nach 24 Stunden starten, da brauche ich halt dann auch schon wieder den Omega-Status. Okay, das Schiff soll ich jetzt verlassen. Schiff verlassen, jawohl. Oh, jetzt bin ich mit meiner Kapsel. Schiff zusammenbauen. Dort. Boah, gegenüber 9000, 372.000. Na, hoffentlich schießen wir das nicht unterm Arsch weg. Also, aktivieren. Verwende die Kombination aus Dämpfungsfeld und Redundanz zum Ausfüllen kritischen Systemstoffen und verleitet einen Bonus auf Widerstandsfähigkeit von Schildpanzerung und Schiffstruktur. Okay, 20% für die Rümpfe und 5% und 2% auf die Schilde. Ja, das sind die Resistenzen gegen die verschiedenen Waffensysteme von EMP über thermisch, kinetisch und Explosionssachen. Und sozusagen die vier Bereiche, in denen Schaden verursacht werden kann. The fleet is at the gate, recruit. We're hoping that we'll learn more about the infernal drifters in this attack and figure out why they've been attacking us and removing the survivors. Too many souls have perished to their corrupt and perverse ways. Ja, und was ist mit der Insurance? Willst du mir nicht sagen, dass ich das Ding vielleicht irgendwie versichern sollte? Okay, der Energiespeicher ist auf jeden Fall stabil. Ja, Zielaufschaltung 26,5 Kilometer. Angriffsstärke 13,6 Schaden pro Sekunde und Verteidigung. Genau, das sind im Moment die Widerstandswerte. So, aber ohne Versicherung. Mal gucken, wie teuer die Versicherung ist. Versichern. Wird für den Angeben versichert, solange er sich dabei in ihrem Besitz befindet. Das Demontieren des Gegenstandes lässt die Versicherung erlöschen. Der Vertrag erlischt, wenn der Gegenstand oder das Schiff zu einem Zeitpunkt zerstört wird, an dem er oder es sich im Besitz eines anderen Spielers befindet und der Pilot durch Concord aktiv verfolgt wird. Okay, also ich habe aktuell 114.000. Für 12 Wochen kann ich es versichern. Wie war der Wert? 372.000. Und dann zumindest meine Basisabsicherung, damit ich mir im Zweifelsfall davon wieder was kaufen kann. Tja, gleich ist die Kohle weg. Auf ins Gefecht. Da geht schon auf 0,6 runter. Mein neues Schiff. Tja, erstmal die vier Kanonen wieder eingesteckt. Das sind auf jeden Fall mehr Kanonen, als ich tatsächlich habe. Also, auf zum Bienenstock. Oh. All right, recruit. This is the gate. The spatial rift that leads to the Drifter Hive.
Our fleet just jumped in minutes ago, so expect some friendly company. You're going to need it. Oh, das sind dann auch die Spalten und Rifte. Das, was auch alles ja, in den letzten Jahren irgendwann dazugekommen ist und ich natürlich jetzt auch noch nicht kenne, wie das genau funktioniert. Das heißt, dass so nicht nur irgendwelche Teile im Raum, wo die einzelnen Missionen dann immer generiert wurden, sondern dass tatsächlich ganze Raumspalten erzeugt werden, in denen dann irgendwelche Sachen versteckt werden oder zu finden sind. Da bin ich sehr gespannt, wenn ich das Ganze dann selber erkunde und hoffentlich auch in der Lage bin, mit dem Alpha-Clone solche Sachen auszuprobieren und eben diese Erkundungs- und Entdeckungsmissionen zu machen, die sich da dann hoffentlich auch lohnen werden. Also, auf zum Springen. Oh. Da gibt es schon einigen Ärger. Muss ich die jetzt auch angreifen? Welcome to the Grand Show, Recruit. Attention, Fleet. This is Fleet Commander Taron. I am assuming tactical command of the Counter-Strike Force. Affirmative, Fleet Commander. Listen up, Capsuleers. Here's the situation. The Drifter fleet is counterattacking from positions around the periphery. If you missed the massive, spiked, round-looking behemoth, let me be the first to introduce you to the Hive. It's pumping out the Drifter Seekers like a wheel of the Inferno's very own dark mills. I want this mill wheel shattered. And to do that, we need to break through their defense fleet. Recruit, what are you waiting for? You know the drill. Approach, lock, orbit. So the plan is this. We will take out their fleet to clear a path to the Hive. Every shot will count. Ja, und ich darf nicht vergessen, um die Dinger rumzufliegen. What blasphemy is this place? They seem to be assembling some abominations. And they're using our people as parts. Recruit, come in. The Sisters of Eve research outpost was developing sophisticated FTL communications technology. And around the time the facility went dark, we lost communications with the TES Faithful Shield. I should have seen this coming. This is what they were doing at that outpost. Fleet Commander, are you seeing this? Isn't this the TES Faithful Shield that just entered the site? Isn't that the ship that went missing a few days ago? It looks pretty different, but that's definitely the Faithful Shield. I served in the same wing as that ship. Fleet Commander, the TES Faithful Shield is on a heading for the Drifter fleet. Might be the Drifters have taken it over and done something to it. How did they take over our ships, Commander Taron? Recruit, I need you to intercept that capital ship as soon as possible, and I need you to slow it down. Wie dicht muss ich dafür ran? Level-Fire 10 Kilometer. Naja, mal ein bisschen beschleunigen und verhindern, dass das Ding dann abhauen kann. Ja, das Ziel aufschalten kann ich auch erst machen, wenn ich dicht genug ran bin. Ah, das sind die Timer. Das heißt, wenn ich mich jetzt abmelde, würde das Schiff 5 Minuten da bleiben. Und könnte natürlich dann auch ganz gut zerstört werden. Also so wie bei Path of Exile, wo dieser Quick-Lockout dabei helfen soll, so einen Hardcore-Charakter zum Beispiel zu schützen, wäre das bei Eve genau die falsche Reaktion, weil wenn man hier versucht, sich dann abzumelden, dann ist das Schiff so gut wie verloren. Und man hat dann auf jeden Fall keine Chance mehr, das irgendwie zu retten. Also Stasis-Einsatz. Mal gucken, ob ich, wenn ich das 5000 als Standard festlege, ob er dann zumindest gut treffen kann. Ne, scheint nicht dabei zu sein. Trifft fast überhaupt nicht. Ja, ich muss einfach dicht daran gehen. Oh, da kommen andere noch. Dann muss ich die anderen loswerden, damit die dann nicht auf mich schießen. Okay, aber die Fregatte ist schon ganz gut im Abschuss. Das heißt, ich muss mich noch nicht primär um die anderen drei Schiffe kümmern. Da kann man schnell die Übersicht verlieren. Okay, also ich umkreise das Ding aktuell anscheinend auf dieser blauen Bahn. Meine Schilde halten noch ganz gut, aber da kommen immer mehr Schiffe, die mich dann unter Feuer nehmen können. Okay, gleich ist das Ding zerstört. Mal gucken, wie es dann weitergeht.
Excellent work, Fleet. Recruit, get back here and start lighting up the hive. We cannot allow it to continue to deploy these infernal seekers any longer. Let it burn in the fury of our purifying lasers. Ja, und ich muss erstmal jetzt die Dinger hier von the hive on your overview and approach it. Von den Hacken kriegen. Rejoin the fleet. Das heißt, ich soll die nicht abschießen. Apparatur einschalten. Die sollten jetzt relativ schnell erledigt sein. So, umkreisen, aktivieren, abschießen. Okay, die anderen sind ziemlich weit weg. So, umkreisen, aktivieren, abschießen. Okay, das sieht alles soweit gut aus. Dann würde ich mal sagen, auf den Bienenstock zu umkreisen. Und Afterburner ist eh aktiviert. Reparatur kann ich wieder ausschalten. Dann mal wieder zu meinem Schiff gucken. Ah, da oben. Ne, da unten ist es. Das ist mein Schiff. Und da unten geht es jetzt zum Hive. Dann mal schauen, ob damit die Mission auch insgesamt abgeschlossen wird. Sehr lustig. Das heißt, ich befinde mich eigentlich schon mittendrin im Bienenstock. Also auf mein Schiff zentrieren. Okay, da sind die nächsten. Umkreisen. Aufschalten. Feuern. Zack. Boah, das geht doch flott. Sehr gut. Der nächste erledigt. Umkreisen. Und feuerfrei. Ja, wenn ich dicht genug dran bin, dann kann ich die schon ganz gut erledigen. So, nächste. Umkreisen. Und Feuer drauf. Oh, ich bin schon am Hive. Ja. Also, umkreisen. Muss ich ja auch auf der gleichen umkreisen. Ist nur lustig, dass der Hive, während ich eigentlich mittendrin in diesem Ding bin, mich um irgend so eine virtuelle kleine Kugel drehe. Weil eigentlich müsste ich ja auf das äußere Ding da zielen. Mal gucken, wo er jetzt hinzielt. Ja, ist schon putzig, dass ich in dem Ding drin rumfliege, mit einem Abstand von 2,5 Kilometern, obwohl es irgendwie außen um mich rum ist und ja etliche Kilometer entfernt wäre. Da passt es irgendwie von den Dimensionen nicht hundertprozentig. I've just completed a surface analysis of the Drifter Hive database. The place is a veritable factory of death. Bodies go in, machines come out. They've produced thousands of seekers and were building up the capacity to make millions. Now, when this infernal thing is brought down, the explosion will be vast. I'm going to pull back the fleet to a safe zone. I'm leaving you with the honorable task of striking the death blow. You have earned it, recruit. This will be the ultimate sacrifice for the Empress and the gateway to immortality. Super. On behalf of the Empire, as of this moment, I, Fleet Commander Raphael Taron, promote you to the grade of Naval Capsuleer of the Amar Empire and grant you full Capsuleer privileges under the Uli Convention. You've earned your immortality and independence, Capsuleer. It has been an honor to fly with a faithful paladin like you. We could not have eliminated this threat without you. Godspeed, dear Capsuleer. Was für ein Timing. Der ist echt so weit, dass er gerade fertig wird, bevor das Ding jetzt explodiert. Okay, aber erstmal hier gleich die nächsten angreifen, die mich hier jetzt schon unter Beschuss nehmen. Wie, Kapsel ausgestoßen? Was? Was war das denn jetzt?
Das heißt, sie haben mir jetzt das Schiff unterm Arsch weggesprengt. Das ist doch wohl ein Scherz. Congratulations, Captain. You have become an independent Capsuleer. This means you will now earn your own way in the world of New Eden. Your mentor would not leave you empty-handed, though. There is a new mining ship in your redeemable items, with the necessary modules to use it successfully for mining operations. There is also a blueprint, so you can rebuild the ship you so nobly sacrificed in battle. Before I fully activate the ship to your command, I would like to leave you with one final suggestion. Go visit the career agents. As you progress so quickly through your training, you may still want to fine-tune your skills. The career agents are also a great way to earn more rewards. It has been a pleasure to guide you through this challenging process, Captain. Fly safe, Capsuleer. Gut, dass ich das Ding versichert habe. Das hat mir zumindest dann noch einige Kohle eingebracht, die mir hoffentlich dann dabei hilft, weiter zu starten. Karriereagenten anzeigen, da unten. Also Erkundung dürfte erstmal das Interessanteste werden. Die Karriereleiter werde ich erst beim nächsten Mal fortsetzen. Für heute ist jetzt erstmal genug. Ich schaue mir jetzt mal noch an, was sie jetzt... Ich müsste ja noch ein bisschen was anscheinend bekommen haben. Genau, ein Amar Interception Package. Also her mit dem letzten Teil. Ja, gib mir mal das Teil. Weil ich will mir zumindest angucken, was ich da jetzt hoffentlich dann bekommen habe. So, mein Imperion kann ich dann wieder auspacken und mit dem Ding auch zur Not weiterfliegen. Beziehungsweise eigentlich notwendigerweise weiterfliegen. Amar Interception, naja, die ist 45.000 wert. Dann machen wir das Ding mal auf. Sie haben dieses Paket für Ihre gerechten und rechtschaffenen Taten für das Imperium der Amar erhalten. Dieses sorgfältig hergestellte Tresor wurde mit einem robusten elektronischen Verriegelungsmechanismus hermetisch versiegelt und beinhaltet den makellosen Zustand. Allerdings ist eine Bestätigung des Siegels schwerwiegende Folgen Auswirkungen auf den Kühen, also dass sie in diesem Fall vollständig auflöst. Wird dafür eine zukünftige Nutzung aufrechterhalten. Okay, also Container öffnen. Ui. Also ein neuer Punisher. Miner. Salvager. Mining Laser Upgrade. Ja, aber genau, das ist der Blueprint. So, wie viel Zeug brauche ich denn, damit ich das Ding produzieren kann? Und es dauert 1:40 Stunden, um das zu produzieren. Benötigte Materialeingang. Oh, Tritanium, 22.000, 6.000, 2.489 und 34 Zydrin. Ja, gut. Das werde ich mir dann erstmal nach und nach zusammen minen dürfen, indem ich dann mein jetziges Schiff, beziehungsweise das Schiff, das ich jetzt noch nicht habe, eine Venture. Ah, okay, die habe ich dann doch schon. Das ist das Mining-Schiff. Eine Mining-Fregatte. Gut, mit der, die kann ich dann ausrüsten und mit der dann die Zutaten sammeln. Aber das werde ich, wie gesagt, dann beim nächsten Mal machen. Beim nächsten Mal geht es dann darum, ein neues Schiff zu bauen und mit der Erkundung anzufangen. Und für heute erstmal der Einstieg mit dem Tutorial. War auf jeden Fall interessant, dass es überhaupt jetzt einen Einstieg in Eve in dieser Form gibt. Genau, hier habe ich meine Versicherung noch bekommen. Kopfgeldauszahlung habe ich ebenfalls bekommen. Und natürlich Corporation-Steuern gibt es auch noch. Wow, also hat mir schon mal Spaß gemacht, so das erste Rumfliegen hier wieder in Eve. Also für heute der Abschied aus meiner Kapsel. Die Schiffe werde ich dann beim nächsten Mal reaktivieren, um den ersten Karriere-Agent zu kontaktieren und mal schauen, was der dann für Aufgaben für mich hat und wie mein Einstieg oder Rückkehr nach Eve insgesamt verlaufen wird. Und ich werde euch auf jeden Fall mitnehmen, soweit ich die Sachen das erste Mal mache und vor allem noch soweit hier tatsächlich so neben dem anfänglichen Tutorial, neben der Einführungsmission, ja hier tatsächlich noch geführte Missionen dabei sind, wie ich so nach und nach in die Spielelemente eingeführt werde. Also ich bin sehr gespannt, inwieweit Eve da ein bisschen einsteigerfreundlicher geworden ist, einfach, dass es überhaupt diese Missionsketten gibt, mit denen man an Spielelemente herangeführt wird. Also bis zum nächsten Mal, wenn es dann weiter heißt, Eve Online Universum erkunden, und bis zum nächsten Mal. Tschüss!